In Zentralamerika, ganz in der Nähe des 10. Breitengrades, liegt ein Naturkleinod. Tropisch, natürlich, abenteuerlich schön. Das ist Costa Rica, ein natürliches Land, das ohne künstliche Zutaten auskommt. Lernen Sie die Natur kennen, spüren Sie die Begeisterung. Erleben Sie die Warmherzigkeit der Menschen dort. Eine moderne Hauptstadt voller Freude. San José bietet seinen Besuchern unendlich viele touristische Sehenswürdigkeiten. Viele Museen, in denen nicht nur wichtige Sammlungen der einheimischen Goldschmiedekunst, sondern auch moderne Sammlungen der darstellenden Künste bewundert werden können. In der Nähe der Stadt San José befinden sich mehrere Nationalparks, wie beispielsweise die Vulkane Irazú und Poás, die Sie besuchen können. Lassen Sie uns nun zum sonnigen Pazifik reisen. Hierbei handelt es sich um ein Gebiet, in dem sich zwei der wichtigsten Naturschutzgebiete Costa Ricas befinden. Der Corcovado-Nationalpark, den das National Geographic Magazine als den biologisch betrachtet reichsten Ort des Planeten betitelt und dessen Lebensraum als ein erklärtes Erbe der Erdgeschichte angesehen werden kann. Wenn Sie den Ökotourismus lieben, sind Sie hier genau richtig. Es ist das größte Feuchtgebiet in Zentralamerika. Hier gibt es Beobachtungspunkte für das Leben in den Mangrovenwäldern, schöne Landschaftsbilder, geprägt durch die ursprüngliche Flora, aber auch Möglichkeiten für Aktivurlaub mit Sportfischen, Surfen und Wanderungen durch die Natur. Die Region am Nordpazifik ist das älteste Gebiet in Costa Rica. Der trockene tropische Wald, die Strände und die volkstümliche Kultur machen diesen Teil des Landes zu einer Region, die man unbedingt besuchen sollte. Genießen Sie die Schönheit und das Meer. Und das weniger als 2 Stunden von der Hauptstadt Costa Ricas entfernt. Punta Arenas, Haco, Quepos und Manuel Antonio sind einige dieser tropischen Paradiese. Die Isla del Coco befindet sich fernab vom Gebiet Costa Ricas. Diese Insel, die nominiert wurde, den Status eines Weltwunders zu erhalten, erzählt fantastische Geschichten von Piraten und Schätzen. Außerdem verfügt sie mit ihren Arten der Flora und Fauna über ein bedeutendes Naturerbe. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die nördliche Region. In den hier gelegenen Naturparks kann man wunderschöne Seen, Lagunen, Vulkane, Flüsse und Wasserfälle bewundern. Diese regenreiche Region ist zu großen Teilen mit immergrünen Regenwäldern bedeckt. Der Nationalpark Arenal um den gleichnamigen Vulkan herum ist ein Ort, dessen Schönheit international bekannt ist. Der Vulkan ist ständig aktiv. Seine starken Eruptionen können täglich ohne jegliche Gefahr beobachtet werden. In der Nähe des Vulkanmassivs befinden sich viele Flüsse, die mit Thermalwasser gespeist werden, das über eine heilende und beruhigende Wirkung verfügt. Dies ist ein hervorragender Ort, um von hier aus Abenteuertouren zu starten. Rafting, Canyoning und andere Extremsportarten gehören in diesem Gebiet zu den beliebtesten Aktivitäten der Besucher. Das Monteverde-Naturschutzgebiet, das einem Wald in den Wolken gleicht, ist ein wunderbarer Ort, um Natur zu erleben. Die Pfade rund um die Berge und die in den Baumkronen aufgehängten Pfade und Brücken bringen Sie diesem wunderschönen Naturerbe ein Stück näher. Eine magische Tour entlang der Karibikküste Costa Ricas, verzaubert mit einer Mischung aus afro-karibischem Erbe, Natur, traumhaften Stränden und ihrer faszinierenden Geschichte. Diese Region verfügt über bedeutende Nationalparks, in denen die Natur dem Betrachter ihre unglaubliche natürliche Schönheit offenbart. Der Cahuita-Nationalpark und der Gandoca-Manzanillo sind dank ihres Artenreichtums international bekannt.
Limón. Eine Stadt mit Geschichte ist die wichtigste Hafenstadt in der kostarikanischen Karibik. Ihre Gebäude erzählen von den Plantagen zu Anfang des letzten Jahrhunderts. Ihre Denkmäler zeugen von der afro-karibischen Kultur, die zusammen mit Limons Traditionen gepflegt werden. Nördlich von Limón befindet sich der Tortuguero-Nationalpark. Hierher kehrt die grüne Meeresschildkröte immer wieder zurück, um ihre Eier abzulegen. Ganz in der Nähe des Wildtierreservats Barra del Corralado können Sportfischer den Wolfsbarsch und andere Fischarten angeln. Eine Fahrt durch die Kanäle, die den Moin Harbor mit dem Barra del Corralado verbinden, bieten ein einzigartiges Erlebnis. Lassen Sie sich von diesem Ort verzaubern. Hier können Sie ohne große Entfernungen überbrücken zu müssen, die karibische Wärme genießen, um ein paar Stunden später bereits das majestätische Spektakel einer Vulkaneruption bewundern zu können. Nun kennen Sie einige der vielen Sehenswürdigkeiten, die Ihnen Costa Rica anbietet. Entscheiden Sie selbst. Begleiten Sie uns und erleben Costa Rica mit all Ihren Sinnen. Costa Rica. Keine künstlichen Zutaten.